So, da wollen wir mal weiter gucken. Also, ich will mich eigentlich nach Norden durchkämpfen. Und wir haben auch schon eine Druckplatte gefunden. Da hinten ist noch eine. Da geht es jetzt aber nicht lang. Sagt mir, wo Norden ist. Da ist Norden. Wo sind wir jetzt? Da ist Norden. Da können wir nicht lang. Hier ist alles zu. Heißt, wir müssen erstmal nach ganz Osten. Da waren wir ja ganz am Anfang schon. Ah, vielleicht ist jetzt durch die Druckplatte, die wir hinten ausgelöst haben, hier was frei geworden. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Das heißt, hier legen wir jetzt auch noch was drauf. Ungern Heiltrank. Ich lege einfach eine Waffe drauf, denn ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal zurückgehen, um bei irgendeinem Händler irgendwas zu verkaufen. Und wir wurden wieder in die Mitte teleportiert. Okay. Ich glaube, ich bin aus Versehen wieder zurückgegangen. Komm schon, sag mal, welche Richtung ich gucke. Westen. Da ist Norden. Da ist Osten. Wieder warten. Süden. Osten. Da haben wir die Hellebarde draufgelegt. Da geht's weiter. Aber wenn ich da hingehe, werde ich wegteleportiert. Also wenn ich dahin gehe. Hammer ist jetzt auch schon mal weg. Wenn ich dahin gehe, werde ich auch wegteleportiert. Ja, super. Was macht die? Die löst auch was aus. Oh, da ist ein Schalter an der Wand. Okay, wir kommen nicht an den Schalterrand, denn egal wo wir hier hingehen, wir werden wegteleportiert. Das heißt, wir müssen jetzt wieder weg. Also aus dem Osten weg. Und uns anderweitig umgucken. So. Hier ist auch dicht. Da sind so Sachen. Okay. Gucken wir mal, ob die Mitte jetzt frei ist. Na gut, lassen wir den Kompass mal kurz zur Ruhe kommen. Hier ist Norden. Wo sind wir jetzt? Westen. Müsste das jetzt wohl Norden sein? Norden. Da ist noch eine Druckplatte. Also wir müssen jetzt wieder nach Westen. Also wir mussten einmal nach Westen, um die erste Druckplatte zu drücken, dann nach Osten, um die zweite Druckplatte zu drücken, jetzt nochmal nach Westen für die dritte. So. Klick. So, bist du für irgendwas da? Ne, du bist nur Deko. Keine Knöpfe. Keine Knöpfe. Ah! Okay, nicht die Geduld verlieren. Ganz ruhig. Wir sind jetzt wo? Wir sind an der Nordwand. Das heißt, wir halten die Wand immer zu unserer Linken. Und werden wegteleportiert. Das ist doof. Wieso werden wir wegteleportiert? Wir sind jetzt... Wir haben jetzt 3 Druckplatten ausgelöst. Wir haben einen Weg frei im Norden nach draußen. War anscheinend nicht wirklich frei. Na gut, gucken wir uns mal die Südwand an. Vielleicht müssen wir zurück, um vorwärts zu kommen. Gucken wir jetzt nach Süden. Ja, gucken wir. Da ist nämlich auch noch eine Druckplatte. Okay. Ja, also bei der Hellebarde können wir nicht weitergehen. Das heißt, wir müssen wieder nach... liegt da hinten die Hellebarde? Weiß ich nicht. Da ist die Rüstung. Du stirbst jetzt mal schnell. Obwohl, dich sollten wir mit dem Valence-Würfel umbringen, damit wir einmal Mana frei haben. Wusch. Den Rest machen die Klingen. Also wir haben jetzt 4 Druckplatten ausgelöst, wenn ich es richtig sehe. Westen, Osten, Westen, Süden. Süden wollen wir nicht. Wir wollen wieder nach Westen gucken. Na komm. Also, die Eisenrüstung ist im Westen. Das müsste jetzt die Nordwand sein. Jo. So, ein stinknormaler Stab. Den können wir benutzen, um unseren Weg mal zu testen. Da ist ein Teleporter. Und da ist auch die Hellebarde. Also wir müssen eigentlich nach Nordosten. Wir kommen aber nicht nach Nordosten, weil hier, also nördlich der Hellebarde und östlich der Hellebarde Teleporter sind. Also wir testen jetzt einfach mal die Wände an der Nordwand. Denn wir haben ja keine Karte mehr, um das zu testen. Das ist jetzt die Westwand, richtig? Kompass. Ah, ist aber nix. So, du bist die Westwand. Du bist die Westwand. Du bist die Westwand. Bestätigung bitte. Jupp. Ach, nein. Das war jetzt nicht gut. Wir haben immer noch keine Karte. Das ist ja Link. Wir sind ganz woanders rausgekommen. Na gut, können wir so unseren Krimskrams wenigstens wieder aufheben. So. Hier waren die komischen Tentakeldinger. Ich glaube hier gleich... Nee. Hier waren die Nischen. Das heißt, wir müssen in Richtung... Der Kompass ist immer noch hin. Ah ja, so. Ja, das haben sie echt fies gemacht. Hier... Der Gefängnisbereich. Ah, sieht zu verschnörkelt aus. Da ist ein Teleporter raus. Wir sind ganz falsch. Der war im Osten der Zone. Heißt, wir laufen jetzt zurück. Und versuchen... Ja, hier war die unsichtbare Wand mit den letzten Hirnis. Also wir müssen erstmal in den westlichen Bereich des Dungeons und dann scharf nach rechts abbiegen. Hier ist noch ein Seitengang. So. Hier kommt gleich... Genau, da war die Falle, wo wir reingelaufen sind. Und hier ging es gleich irgendwann rechts ab zu dem Gefängnisbereich. Das sieht doch schon mal gut aus hier, oder? Ja, na also. Boah, was für ein Akt. So. Klick dich mal wieder auf. So, jetzt würden wir eigentlich noch ganz gerne schlafen. Und da muss ich mich dran erinnern, wie wir überhaupt zu den ganzen Fallgruben gekommen sind. Achso, einen noch. Zip, zip, zip. So, Heilung. Auf dich. Dann einmal schlafen. Na gut, große Heilung. Valence-Würfel. 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 So. Können wir jetzt schlafen, bitteschön. Das haben sie jetzt doch extra gemacht, oder? Dass sie jetzt plötzlich wieder mehr Geister sind. Und die Äxte sind auch wieder alle da. Also wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir bei den Fallgruben runterpurzeln, ist hier unten Respawn. Und zack. So, schlafen. Dankeschön. So, jetzt aber. Also, wie kam es zu den Fallgruben? Wir hatten im oberen Bereich dieser Karte einen Schalter übersehen und dahinter war ein Teleporter. Das war entweder hier oder ein weiter. Ein weiter, genau. So, hier konnten wir nichts machen. Hier waren ganz viele fliegende Äxte. Die sind auch wieder alle da. Aber wir können uns hier jederzeit in der kleinen Kammer verbunkern und Mana hochrecken. Das heißt, hier wäre eigentlich eine richtig gute Stelle, um zu trainieren. Wenn wir das dann wollten. Ups. Ja. Und wir haben, glaube ich, gleich ein Problem, denn wir sind hier eingesperrt. Und Valence-Würfel bringt bei denen nichts. Dann nehmen wir doch mal so eine Banons-Reserve. So, komm. Wir wollen zu unserem kleinen Kämmerlein und da in Ruhe schlafen. So, zurück. Und Tür zu. So, also, wir waren hier bei den ganzen Äxten und da sind wir, glaube ich, rechts an der Wand lang und dann irgendwann zu diesem Grubenbereich gekommen. Das überspeichern wir nochmal. LP043A. Und ich denke, wir sollten auch gleich wieder zu den Gruben gehen. Denn jetzt hier so halbblind durch die Gegend zu torkeln, macht nicht wirklich viel Sinn. Und ich hoffe einfach mal, dass wenn wir bei den Gruben durch sind, wir unsere Karte wiederbekommen. Wenn nicht, wäre das ziemlich fies. Da hätten wir erst hier alles erforschen sollen und dann in den Grubenbereich gehen. So, war's das langsam mit euch Äxten. Hoffe ich mal, wir haben keinen Mana mehr. Aber ja, schaut gut aus. So, also, wir gehen jetzt in den Grubenbereich. Da haben wir schon mehrere Druckplatten ausgelöst und der Ausgang ist im Nordosten, wo die Hellebade liegt. So, und hier sind ganz viele Schalter gewesen und da hinten geht's gleich. Ich mach mal die Schalter... Oh, Karte ist wieder da. Aber der ganze Bereich ist nicht eingezeichnet, okay. Also, den Schalter habe ich gedrückt. Den hier drücken wir auch. Den drücken wir auch. Und den drücken wir auch. Oh, da wo die Hellebade liegt, kommen wir her. Das heißt, wir wollen gar nicht nach Norden. Wir wollen nach Westen. Okay, also gut, dass wir die Fallgrube runtergepurzelt sind, sonst wüssten wir gar nicht, wo wir eigentlich hinwollen. Also wir haben jetzt alle Schalter gedrückt. Karte kann weg. Wenn wir jetzt da oder da hingehen, werden wir wegteleportiert. Richtig? Richtig. Und... Richtig. Warum werden wir runter teleportiert? Das ist jetzt ungewohnt. Aber na gut. Gucken wir uns nochmal blind hier unten rum. Ne, hier geht's wieder hoch. Also das hängt wahrscheinlich mit den 4 Schaltern zusammen. Je nachdem, wie wir die kombinieren, werden wir dann an eine andere Stelle teleportiert. Und jetzt, wo wir wissen, wie wir unsere Karte zurückbekommen, könnten wir ja eigentlich auch die Karte zurückbekommen und erstmal den Rest des Gebietes mit den Äxten, genau mit euch, aufdecken, bevor wir da weitermachen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Das heißt, wir machen hier erstmal zu, schlafen den Fitzel hier an Mana wieder hoch, speichern dann ab. Und in der nächsten Folge machen wir genau das. Also wir holen unsere Karte wieder zurück und erforschen dann diese Gegend hier. Also bis gleich.